Ein kurzes, knappes Intro. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir ein Eichenbrett gekauft, daraus bauen wir uns eine Lampe. Also, los geht's. Das hier ist das Material, was wir verwenden werden. Ich werde hier schon mal die Form anzeichnen, wie das Ganze ausgesägt werden soll. Ich werde mit der Stichsäge arbeiten. Das, denke ich, wird für den einen oder anderen auch interessant, weil nicht jeder eine Bandsäge zu Hause hat. Genauso wie ich. Ich habe auch keine Bandsäge, deswegen werden wir das mit der Stichsäge raussägen. Wir haben hier Splintholz, der Rand. Hier einmal, da steht es am meisten ab. Dann setzen wir hier zur nächsten Markierung. Und dann ziehen wir uns hier einfach mal grob eine Linie. Dann ziehen wir das durch bis zur Kante. Da wissen wir ganz genau, dieser Bereich wird nachher nicht zu gebrauchen sein. So, und wie kriegen wir jetzt den Bogen rein? Es kann alles sein, ihr könnt euch eine Aluschiene nehmen, eine dünne Aluminiumschiene nehmen. Ich habe hier so einen Kunststoff, so einen Kabelkanal. Auch hier schauen wir jetzt, dass wir das Splintholz, den Bereich nicht in der Lampe nachher drin haben. Hier wäre so unsere Markierung. Und auf der anderen Seite mache ich das ebenfalls. Dann haben wir schon mal, dann können wir nämlich hier mit den Zwingen festmachen. Der anderen Seite genauso. Und natürlich hoffen, dass das schön gleichmäßig ist, dass wir da nicht einen Knick oder sowas haben, je nachdem, wie gesagt, was ihr da verwendet. Und jetzt werde ich einfach mit dem Bleistift hier entlang gehen. Leicht draufdrücken, Markierung setzen. Um jetzt die Kante schön gleichmäßig und sauber hinzubekommen, werden wir mit dem Bandschleifer arbeiten. Dafür habe ich mir das Brett jetzt mal hochkant an die Werkbank befestigt und kann dann da schön sauber drüber schleifen. Hier ist ein Stück, bis hier ungefähr habe ich einen Riss drin. Das Stück hier muss weg. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal grob eine Linie markieren, eine Linie setzen. Das Stück kommt nachher weg. Und dann werde ich ab der Kante ca. 2 cm ein Stück übrig lassen. Das heißt, das Holz wird jetzt nicht, es wird nicht durchgehend gefräst, sondern ich werde hier mit der Fräsung aufhören bzw. beginnen. Hier wird dann gleich eine Nut reingefräst. Oder sollte ich da etwas mehr übrig lassen, weil ich nachher eine Bohrung reinmachen muss auf der Rückseite, um das Kabel durchzuführen. Dafür könnte das Stück etwas zu klein sein. Ja, machen wir mal 3 cm, 3,5 cm. Das lassen wir jetzt übrig und hier, ab hier wird dann die Fräsung beginnen. Die Mitte von dem Fräser einstellen. Zack, führen.
Dafür muss ich natürlich erstmal so eine kleine Vorrichtung bauen für meinen Einhandfräser, damit ich das super sauber führen kann. Hier habe ich noch ein Stückchen Multiplex zugesägt, und zwar in der Breite von dem Gehäuse hier, dass ich jetzt so bündig wie möglich dran halte, eine Markierung setze für die Schrauben. Überprüfe ich einfach mal, ob die Schrauben dort reinpassen, bevor wir das Material durchtrennen. Wir probieren das jetzt mal aus. Den Fräser, den habe ich jetzt erstmal minimal eingestellt, also die Höhe schaut minimal raus, weil wir müssen ja eintauchen, und das kann ich jetzt nicht im vollen ausgefahrenen Zustand machen, also 10 mm. Das würde mir vielleicht das Material zerstören oder ich bekomme einen Rückschlag. Deswegen erstmal so circa, ja, einfach nur mal so 5 mm oder so, 3 bis 5 mm reinfahren und dann Stück für Stück den Fräser rausfahren nachher. Hier wollte er jetzt nicht weiter. Ich glaube, hier an der Stelle wird es ein bisschen eng. Ich werde jetzt mal hier diese zwei Klötze von innen mit Silbergleit beschmieren und hoffen, dass es da ein bisschen besser flutscht. Oh, das war jetzt zu viel. Das war zu viel. So, nehmt ein bisschen Silbergleit, vorsichtig mit dem Fräser. Okay, probieren wir es jetzt mal. Ja, natürlich, das läuft jetzt besser. Los, jedet. Folgendes Problem: Das U-Profil, das passt jetzt hier nicht rein, weil es nämlich 17 mm breit ist, aber die Fräsung 16 mm ist. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Millimeter hier an der Seite oder an der Seite, lieber hier, weil hier etwas mehr Material ist, müssen wir hier einen Millimeter noch ausfräsen. Wie machen wir das? Ich werde jetzt einfach hingehen, das ist natürlich ein bisschen blöd, da ich jetzt mit dem Fräser mehr rüber muss, werde ich von dem Stück hier, von dem hier, 1 mm absägen
Somit kann ich nämlich um 1 mm rüber und fräse dann auf der Seite das, was zu viel ist, einfach ab. Da muss ich natürlich darauf achten, beim Fräsen muss ich hier anschlagen. Das muss ich komplett ignorieren und hier anschlagen. Das wird etwas fummelig, aber diesen Streifen machen wir jetzt erstmal ab und sägen da 1 mm von runter. Wir können jetzt ganz normal eintauchen, werde aber nachher den Fräser hier rüber ziehen und hoffen, dass das jetzt gut geht und mir nichts ausbricht. Normalerweise, in meinem Fall, hätte ich den Fräser ziehen sollen und nicht schieben. Ich habe mal beides ausprobiert. Ja, ziehen ist dann doch lieber. Man muss die Drehrichtung vom Fräser beachten und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Jetzt muss ich nur noch hier die abgerundete Stelle, diese runde Stelle, die muss ich natürlich ausarbeiten, damit wir so eine schöne kantige Ecke haben. Und dann sollte das passen. Sechs ist die Breite, wir wollen die Mitte haben. 13,6, 6,8. Yeah.
um das hier durchzuführen, nehmt ihr euch einfach eine Schnur, macht es hier vorne dran. Oder ich habe hier noch so ein Ding rumliegen gehabt, zufälligerweise. Schieb das jetzt hier rein. Na, komm. Einmal umknicken. Und dann durchziehen. Ja, das ist jetzt, das sind genau 10 mm, das passt auch. Ohne es kaputt zu machen, ziehen wir das jetzt hier durch und können das dann gleich hier in das Profil reinlegen. Da lasse ich erstmal so einen Abstand, dass wir das schön so darüber legen können. Ja, da gehen wir noch ein bisschen etwas mehr rein, so ungefähr können wir das dann reinlegen. Markieren wir uns die Stelle, wo der Schnitt hinkommt und kürzen das Profil. Bohrer mit so einer Zentrierspitze, um die Löcher richtig mittig bohren zu können. Und jetzt können wir nämlich hingehen, unseren LED-Streifen jetzt so weit ziehen, bis der Stecker auf der Seite ankommt. Weil wir werden es nicht auf der Seite kürzen, den Streifen, sondern am anderen Ende. So, an der Stelle können wir das nämlich kürzen. Hier ist auch eine Schere abgebildet. Das Profil einmal reinigen mit Aceton oder sowas. Fettfrei. Das verdunstet nämlich auch sehr schnell, hinterlässt auch keine Spuren auf dem Holz, falls ihr drankommen solltet. Mit dem Kleben beginnen wir oben. Perfekt. Perfekt. Auch wenn das jetzt ein klitzekleines Stück Kunststoff ist, werde ich hier natürlich mit dem Winkel arbeiten. Das soll ja unten sauber abschließen. Sag mir nicht, dass es jetzt einen halben Millimeter zu lang ist, oder? Nee, alles gut. In das Loch lasse ich da ein, zwei Tropfen Heißkleber rein, damit das Kabel nämlich sicher ist, falls man da jetzt doch irgendwie am Kabel irgendwie hängen bleibt.
Dafür habe ich meine Heißklebepistole schon mal vorbereitet. Ganz wenig nur rein. Philipp Konter, danke Mann. Danke für dieses super tolle Produkt. Das soll auch mal ein bisschen Werbung für einen Kollegen sein. Ich würde behaupten, mit etwas Geschick und Geduld würde jeder so eine Lampe bauen. Ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat oder nicht, das sehen wir gleich im Wohnzimmer, wenn ich die Lampe aufgestellt habe, Licht an und dann bin ich mal gespannt, wie viel Licht das Ganze überhaupt abgibt. Es soll jetzt nicht den ganzen Raum beleuchten, ganz klar. Es ist halt so ein Ambiente-Licht, ja, wenn man abends gechillt vorm Fernseher sitzt, dass man da etwas Licht im Raum hat und ich denke, das wird schon. Ich gehe jetzt mal mit der Lampe rüber. Im Anschluss bekommt ihr ein paar Aufnahmen. Ich sage danke, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.